Eine regelrechte Schlacht ist gerade zwischen Tevfik Suçu und Marco Piquet zu Ende gegangen und ich begrüße den Sieger und Titelträger der Mixed Fight Gala. Tevfik, ja, es war ein sehr harter, enger Kampf, eine extra Runde war nötig. Brich uns doch mal kurz den Kampfverlauf aus deiner Sicht. Also wie du es gesagt hast, es war wirklich ein sehr, sehr harter Kampf. Hat mich auch wirklich sehr, sehr hart für den Kampf vorbereitet. Es war mir klar, dass es sehr knapp sein wird, weil Marco Piquet ist halt wirklich auch ein sehr harter Bursche, sehr harter Kämpfer, ein absoluter Techniker. Und wir haben uns halt mit meinem Trainer und so wirklich auch effektiv für ihn vorbereitet. Und ja, leider hat es nicht nach den drei Runden gereicht zur Extra-Runde. Da habe ich nochmal die restliche Kondition gebraucht. Hat zum Glück gelangt. Ich bin einfach froh, dass ich unser Titel bei uns behalten habe. Mehr kann ich nichts dazu sagen. Ja, gerade in der dritten Runde habt ihr beide nochmal Vollgas gegeben, die Entscheidung auch gesucht. Ja. Wie geschockt ist man dann? Oder sag ich mal jetzt, sehr zerren da die Kräfte, wenn man hört, jetzt muss man nochmal ran. Ja, also ist wirklich so, ist wirklich bitter, wenn man in der dritten Runde wirklich alles nochmal rausgibt, fast seine Reserven und dann wirklich danach noch hört, dass es eine extra Runde gibt, dass es wirklich sehr, sehr hart. Da muss man nochmal in die Reserven reingreifen. Das war wirklich sehr hart. Ja, aber da habe ich halt ein bisschen mehr Kondition gehabt wie der Marco Piquet und bin halt wirklich sehr froh, dass es bei mir gelangt hat. Da kann ich nichts dazu sagen, wirklich, wirklich. Ich bin einfach nur froh und bedanke mich wirklich ganz herzlich an allen, die mich unterstützt haben. Eine Frage hätte ich am Ende noch gegen, ja, weil in der Runde, der ja, dritte Runde so, da konnte man sehen, dass der Boden recht glitschig war. Ja. Ihr seid öfters ausgerutscht. Ja. Wie schwierig ist es dann noch überhaupt, seine Techniken anzuwenden, wenn man immer Gefahr droht, sag ich mal jetzt mal beim Highkick wegzurutschen? Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Man hat auch gesehen in der vierten Runde, dass der Marco Piquet auch wirklich sehr vorsichtig Anlauf genommen hat, genauso ich auch. Das ist wirklich sehr schwer, weil man rutscht extrem da aus, weil der Boden kein Stoff ist, sondern so ein bisschen eher kunststoffmäßig ist und das ist wirklich sehr, sehr schwer darauf, die Technik noch anzuwenden. Ihr beide habt super gemeistert, wirklich für die Zuschauer. Ein sehr schöner Kampf. Den Titel hast du jetzt in deinen Händen, was sieht? Ja, was steht als nächstes am Plan? Also am Plan steht bis jetzt noch gar nichts. Ich bin wirklich ein sehr, sehr spontaner. Genauso mein Manager Stefan Glücktipper. Wir nehmen wirklich auch wirklich nicht jeden Kampf an, sag ich mal, was auch wirklich sehr, sehr sinnvoll für uns sind. Aber in der nächsten Zeit wird bestimmt irgendwas rauskommen. Irgendein interessanter Kampf gegen gute Namen. Ich warte mal einfach ab. Einen großen Namen hast du heute besiegt. Für die Zukunft alles Gute. Wenn du noch was auf dem Herzen hast, gerade für die Zuschauer, die es vielleicht heute nicht nach hier geschafft haben, letzte Worte gehören dir. Also vom ganzen Herzen bedanke ich mich an meine Eltern, die sich jederzeit hinter mir befinden, an meine Freunde, an meine Familie, die wirklich auch hier mit vollem Herzen dabei sind. Und ganz herzlichen Dank auch an Ground & Pound TV, die immer bei uns dabei sind und auch alles parat halten und aktuelle Nachrichten einfach weitergeben. Ich bedanke mich ganz herzlich. Danke für das Interview. Glückwunsch, feier schön.